All diese Seifenstücke landen normalerweise im Müll. Sean Zeitler hat eine andere Idee. Er und seine Kollegen machen daraus neue Seifenstücke. Die gehen dann in Krisenregionen und Katastrophengebiete. In den letzten 13 Jahren ist die Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5 Jahren, die an hygienebedingten Krankheiten sterben, um 60% zurückgegangen. Das waren wir. Wir sind die Einzigen, die in dieser Zeit 80 Millionen kostenlose Seifenstücke in die Welt geschickt haben. Das Konzept ist recht simpel. Die Hotels lassen ihre Reinigungskräfte die Seifen sammeln, anstatt sie wegzuschmeißen. Sean nimmt sie ihnen dann ab. Dafür zahlen die Hotels Sean zwischen 50 Cent und einem Dollar pro Zimmer und Monat. Immerhin nimmt er ihnen ja Müll ab. Zusätzlich zu dieser Abholungsgebühr finanzieren sich die Seifenretter durch Geld und Sachspenden. So sammeln die Mitarbeiter in einem Hotel rund 1000 Seifenstücke pro Woche. Für die Hotels ist es ein guter Weg, ihre Umweltbilanz aufzupeppen und etwas Gutes zu tun. Was für eine tolle Mission die da haben. Wie schön und organisiert das ist und was die alles machen. Super. Mittlerweile machen schon Hotels auf der ganzen Welt mit. Seifen aus 1,4 Millionen Hotelzimmern weltweit werden jeden Tag gesammelt. Die landen dann zum Beispiel hier, in Sean's Seifen Recycling Center in Orlando, Florida. Es gibt aber noch 4 weitere auf der ganzen Welt. Viele Seifenstücke haben die Hotelgäste nur ein- oder zweimal benutzt. 60 Tonnen landen hier jeden Monat. Das hier sind gut 1000 Kilo. Die freiwilligen Helfer fischen erst mal raus, was keine Seife ist. Auch wenn die Putzkräfte sich bemühen, landet doch der ein oder andere Abfall bei der Seife. Und nicht nur der. Ja, wir bekommen eine Menge Seife, aber auch so ziemlich alles andere aus einem Hotelzimmer. Das landet dann auch hier. Wir bekommen alles, von Müll über verschiedene Gegenstände. Benutzt einfach eure Fantasie für die anderen Dinge, die keine Seife sind. Ganz so sauber ist die Arbeit mit Seife also nicht. Sean findet Seife so spannend, dass er in einem Nebenraum sogar ein kleines Seifenmuseum aufgebaut hat. Die Idee für das Seifenrecycling hatte Sean 2009. Er war als Außendienstler viel unterwegs und in Hotels. Irgendwann fragte er sich, was passiert mit der angebrochenen Seife? Kann man damit nicht was Sinnvolles machen? Studien zeigten, dass 2009 jeden Tag 9000 Kinder unter 5 Jahren an Lungenentzündung und Durchfallerkrankungen gestorben sind. Das ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern weltweit. Die Studien zeigten, dass wir die Todesfälle halbieren könnten, wenn wir ihnen Seife geben und ihnen beibringen, wie und wann sie sich die Hände waschen müssen. Die ersten Hotels in seiner Nähe sind schnell überzeugt und er legt in seiner Garage los. Wir saßen auf umgedrehten Gurkeneimern mit Kartoffelschälern in der Hand. Mit denen schabten wir die Außenseite der Seifenstücke ab. In einem Fleischwolf zerkleinerten wir die Stücke. Wir hatten Kocher, um die Seife zu kochen, verwandelten sie in eine Paste und legten sie dann in große Formen, wo die Seife trocknete, aushärtete und wir hatten ein neues Stück Seife. Das ist die erste Seife, die wir in unserer Garage gemacht haben. Die ungewöhnliche Aktion in der Garage interessiert irgendwann sogar die Polizei. Stellt euch vor, da sitzen Puerto Ricaner auf umgedrehten Gurkeneimern mit Kochern, Mühlen und Ausrüstung herum. Als die Polizei das erste Mal bei uns vorbeikam, wollten sie sehen, was wir da in der Garage kochen. Wir brachten sie also rein, zeigten ihnen unsere Mühlen und Kocher. Sie haben die Seife gesehen, die wir auf Gestellen trocknen ließen und waren dann überzeugt, dass wir in dieser Garage Seife kochen und nicht irgendetwas anderes. Wenige Monate später gibt es den ersten Auslandseinsatz. Im Juli 2009 reist Sean nach Haiti, einem der ärmsten Länder der Welt, und verteilt 2000 seiner selbstgemachten Seifen. Ein Aha-Moment. Innerhalb von 2 Stunden waren wir in dieser Kirche und sie beteten über der Seife, um sie in Empfang zu nehmen.
Da wussten wir, dass das, was wir machen, Leben verändern und retten kann. Und dass wir noch mehr machen müssen. Das war ein großer Moment für uns. Heute ist alles etwas größer. Nach dem Sortieren kommt die Seife in diese Maschine. Sie schabt die oberste, leicht verdreckte Schicht der Seifenstücke ab. Ähnlich wie Sean am Anfang mit den Kartoffelschälern. Heute benutzen wir einen Plotter. Dieser Plotter hat hier vorne einen sehr, sehr feinen Filter. Dieser Filter fängt Haare, Plastik, Papier und alle möglichen Partikel auf der Oberfläche auf und reinigt sie. Auch Seife muss vor der Weiterverarbeitung sauber gemacht werden. Carlos ist für diesen Bereich zuständig. Er ist seit 13 Jahren dabei und war einer der ersten Mitarbeiter. So wie er aussieht, braucht er abends nur die Dusche anzustellen. Die Seife klebt ja schon an ihm. Die Seife ist einfach überall. In meinem Auto, in meiner Unterhose, überall. Ich versuche, mir nicht ins Gesicht zu fassen. Überall ist Seife. Aber er macht es mit einem Lächeln. Denn eins haben alle Mitarbeiter immer im Hinterkopf. Was ich an meinem Job mag? Leben retten. Kinder sterben täglich an Bakterien oder Durchfallerkrankungen. Nichts macht mich mehr stolz, als Leben mit einem Stück Seife zu retten. Nach einem kurzen Kochprozess spuckt die Maschine dann frische, neue Seifenstücke aus. Von hier aus verschicken die Mitarbeiter Beutel mit Seife, Zahnbürsten und anderen Hygieneartikeln in die ganze Welt. Letzte Woche hatten wir ein großes Event. 120 Freiwillige waren hier. Die haben uns geholfen, Hygienekits zu packen, als Reaktion auf die Feuer in Maui vor ein paar Wochen. Neben Seife recycelt Sean mittlerweile auch die Plastikflaschen aus Hotels. Shampoo, Duschbad und Conditioner-Spender müssen Hotels alle 3 Monate aus hygienischen Gründen austauschen. Das Plastik wird recycelt. Aus Duschbad kann Waschmittel gemacht werden. Cremes und Conditioner finden in Weichspülern eine neue Anwendung. Sean kann es manchmal selbst nicht glauben, wie groß sein Garagenrecycling inzwischen geworden ist. Dieses Stück Seife steht für Leben. Es steht für Gesundheit und Wohlbefinden. Es riecht fantastisch. Es sieht super aus. Es gibt Würde und Leben in Form von einem Stück Seife. Daran zu denken, dass wir davon schon 80 Millionen weltweit verteilt haben, ist schon besonders. Seit dem letzten Jahr rettet Sean auch Europas Hotelseifenstücke. Eine erste Außenstelle in Amsterdam arbeitet mit einigen europäischen Hotels zusammen. Nur wenig benutzte Seife bekommt so ein zweites Leben und kann durch einfache Hygienemaßnahmen weltweit Leben retten.